Raser zu stoppen, führen Polizeioberkommissar Jan Tönnissen und Polizeikommissarin Katja Wolf heute allgemeine Verkehrskontrollen durch. Dabei kommen sie einer schweren Straftat auf die Spur. Oh, guck mal, der hat aber ganz schön Speed drauf, oder? Ja, der ist super schnell. 73, 74, ach du Schande, der ist 76. Hallo? Pass auf, der fährt weiter. Du Scheiße! Egon, für den 15-20 kommen. Ja, wir brauchen hier in der Gummersbacher Straße einmal einen Rettungswagen. Verkehrsunfall. Vermutlich verletzte Person. Alles weitere kommt gleich. Guckst du danach, Kathi? So, hallo! Polizei! Polizei! Einmal Motor abstellen! Sofort Motor abstellen! Jetzt beide Hände aus dem Fenster, da ich sie sehen kann. Was ist und denn kein los Bus. Hier? Beide Hände aus dem Fenster. Ja, was ist denn los so. Hier? Hallo? Ich hab gar nichts getan. So, einmal aussteigen. Einmal aussteigen. Mein ganz vorsichtig. Ich mach nur meinen Job. Da dran. Hallo. So, und jetzt hier dranbleiben. Und jetzt schon stehen bleiben, Kollege. Hallo, ich okay? Hab nichts gemacht. Vollkommen wurscht. Was gar nichts gemacht. Einfach weiterfahren. Ja, der Fahrer des Transportes, sprich des Abschleppwagens, hat ja letzten Endes schon sein Gewaltpotenzial der Polizei gegenüber bewiesen, indem er einfach diese Verkehrskontrolle missachtet hat. Und in so einem Moment bin ich, was die Eigensicherung angeht, natürlich nochmal doppelt vorsichtig. Und ich habe halt da auch meinen ganz normalen Ablauf. Das heißt, erstmal Motor abstellen, damit er nicht mehr weiterfahren kann. Dann Hände ganz normal aus dem Fenster raus, damit ich die sehen kann. Dann, sage ich mal, ist das Unheil, was er da anrichten kann, geschwindend gering. Und das hat ja auch in dem Falle wieder gut funktioniert. Ganz ruhig und entspannt. Katja, erstmal sicher. Was denn passiert? Das erklären wir Ihnen gleich. Erstmal bei einer Verkehrskontrolle einfach hier die Biege zu machen und durchzudrehen, das gehört sich wohl mal gar nicht. Nicht gesehen, eine Kelle übersehen. Ja, ich mach doch nur meinen Job. Guck mal da vorne hin, Kollege. Die zu übersehen, die rote Kelle da vorne, die leuchtet auch noch. Ja, die ist so winzig. Ja, ganz toll, winzig. Und zwei Polizeibeamte, die total reflektieren. Die übersieht man dann mal eben, ne? Die Kollegen der Schutzpolizei nehmen den Unfall auf. Jan Tönnissen informiert indessen den Raser, dass er eine Mitschuld an dem Verkehrsunfall trägt. Während der Belehrung des jungen Mannes bemerken die Beamten verdächtige Geräusche. Sagen Sie mir mal bitte, warum Sie hier so Knallgas geben? Ja, ich muss mal diesen Oldtimer zum Kunden bringen. Ja, und dann muss man Knallgas geben. Ich habe Zeitdruck. Ja. Ich habe noch einen Folgeauftrag und da muss ich mich beeilen. Was ist das denn? Warte mal gerade. So, Sie bleiben hier. Sie bleiben da schön stehen. Vergessen Sie, irgendwie wegzulaufen. Ich bin eh schneller. Ey, da ist doch jemand drin. Wo ist der Schlüssel? Wie geht das auf? Der steckt. Weißt du eigentlich überhaupt irgendwas? Jetzt entspannst du dich mal. Ja, ist in Ordnung. Entschuldigung, geht's Ihnen gut? Bleiben Sie mal ganz ruhig liegen. Sind Sie verletzt? Ich hab so Kopfschmerzen. Okay, können Sie denn irgendwie aufstehen? Geht das? Passen Sie auf, halten Sie sich mal bei mir fest. Halten Sie mal die Hände um meinen Hals. Tun Sie mal die Hände um meinen Hals. Die Polizisten vergewissern sich, ob die junge Frau unverletzt ist. Außerdem stellt sich die Frage, wer hat die junge Frau in den Kofferraum eingesperrt? Bei ihrer Befragung erfahren sie, dass noch eine weitere Person in Gefahr schwebt. Was ist denn passiert? Können Sie irgendwie, können Sie ganz normal sprechen? Ich kann normal sprechen. Ich war gestern mit meiner Schwester. Wo ist meine Schwester? Ist Ihre Schwester auch noch in dem Auto? Geht's Was ist denn so passiert? Erzähl Sie mal ganz in Ruhe, damit wir Ihrer Schwester auch helfen können. Ganz ruhig, wir sind von der Polizei, wir sind jetzt da, um Ihnen zu helfen. Und alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Sie sagten irgendwas von Ihrer Schwester. Ja, wir waren gestern zusammen in der Bar. Bella Rance heißt die irgendwie. Sie wollte da unbedingt hin und wir sind dann in der Nacht, ich kann Ihnen keine Uhrzeit nennen, ich glaube um 3, kann auch um 4 sein, wollten wir nach Hause und es war natürlich noch dunkel und dann haben wir Schritte gehört und die haben sie angegriffen und dann wollten die mich noch haben und ich habe mein Kopf so nach hinten gehauen und dann war das so spitz, ich weiß nicht. Okay, kümmerst du dich mal gerade um sie? Ich mache mal gerade eben eine Lagemitteilung an Egon, damit Wie er auch Bescheid weiß. Wie ist denn Ihr Name, weiß. Bitte? Ja? Janina Unger. Unger, Frau Unger. Egon, sagen Sie, Sie haben dann irgendwas gegen den Kopf bekommen? Ja, also ich habe meinen Kopf so nach hinten gehauen. Ja. Und dann seitdem, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich gebe Ihnen mal ein Taschentuch, dann können Sie sich mal ein bisschen die Tränen aus dem Gesicht putzen.
Noch ist unklar, wer die junge Frau niedergeschlagen hat und aus welchem Grund. Die Beamten vermuten, dass der Transporterfahrer oder dessen Vorgesetzter von ihrem Martyrium gewusst haben müssen. Die Befragung des Rasers endet unerwartet. Sie können sich nicht daran erinnern, wie Ihr Chef mit Nachnamen heißt. Ja, ich sag mal Lukas zu dem. Das war's. Ja, ich sag zu meinem Chef auch Ralf. Okay. Trotzdem ja, weiß ich, wie der mit Nachnamen heißt. Sie sagen immer Chef und dann ist gut. Ich bringe auch nur mein Auto von A nach B. Mehr mache ich nicht. Das ist alles so. Wo haben Sie denn jetzt meinen Ausfahrt? Hören Sie mir mal zu. Das ist jetzt erstmal überhaupt nicht das Problem. Wo haben Sie den Wagen abgeholt? Meine Hallo! Ja. Wo haben Sie den Wagen abgeholt? Aus der Werkstatt. Aus welcher Werkstatt? Wo? Ja, hier in Duisburg, direkt um die Ecke. So, und da haben Sie nicht gemerkt, dass da vielleicht jemand drin ist? Nee, überhaupt nicht. Ich habe nichts gehört. Sie wollen damit nichts zu tun haben? Ich habe das Auto draufgeladen. Das ist ein Oldtimer. Und dann soll ich es so bringen. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, habe ich dabei. Ich glaube, mir geht's schlecht. Was haben Sie? Egon, warte gerade. Ich kann gerade nicht schreiben. Jan. Zusammengesagt. Hallo? Könnt ihr mal gerade RTW. Hallo? Vorsicht, einfach nur auf dem Rücken liegen. Einfach nur auf dem Rücken liegen. Auf dem Rücken und ein bisschen von dem Gegenstand weg. Einfach nur halten, dass es sich nicht bewegen kann, dass es sich nicht verletzen kann. Es ist natürlich so, dass wir in Erster Hilfe und so weiter geschult werden. Allerdings können wir natürlich jetzt hier nicht die Fachkräfte ersetzen. Und so eine RTW-Besatzung weiß dann in so einem Moment doch einfach besser, was zu tun ist, als wir jetzt als Streifenbeamte. Nimmst du sie mit? Ja? Okay, dann können wir nämlich hier weiter mal ein bisschen ermitteln. Das ist ja alles ziemlich verworren. Theresa Unger hast du, ne? Ja, habe ich soweit aufgeschrieben. Was ist mit ihm los? Hat er irgendwas? Wer konnte er jetzt schon wieder sprechen? Der hat einen elektrischen Schock. Ja, also, man haben wir ja gesehen. Egon, komm. Der LKW-Fahrer wird ins Krankenhaus transportiert. Auch die junge Frau soll dort routinemäßig auf Spuren eines möglichen Sexualdelikts untersucht werden. Jan Tönnissen vermutet, dass sich ihre Schwester in ähnlicher Gefahr befindet und leitet deshalb eine Fahndung ein. Ja, Egon ist verstanden. Aufgrund der Personendaten gehen wir die Fahndung schon mal raus. Alles weitere folgt. Ja, perfekt, Egon. Verstanden. Die Leitstelle ordert außerdem den Chef des Rasers zur Vernehmung auf die Wache. Die Beamten müssen den Täter schnellstmöglich ausfindig machen. Schließlich könnte sich die Schwester der jungen Frau in seiner Gewalt befinden. Die Kriminalhauptkommissare Frank Steffens und Eckhard Greitner erhalten von einem Kollegen eine vollkommen unerwartete Information zu dem Fall. Ich war gerade im Krankenhaus. Ich würde sagen, alles gut, was vorgespielt. Der hat überhaupt nichts. Der ist alles nur kein Epileptiker. Also keinerlei Anzeichen. Der hatte keinen Anfall. Alles nur gespielt. Der Ärzte haben wir nochmal durchgecheckt, aber der ist kerngesund. Richtig gut gespielt. Hattet ihr den irgendwie in der Zange, dass der Angst hat? Gar nichts. Der stand da. So, wir haben uns unterhalten, hat er gesagt, mir geht's nicht so gut und ist weggekippt. Und der hat das aber richtig gut gespielt. Ja. Einfach vielleicht macht er das öfter, wenn es eng wird. Dann merkt er, dass man eine Methode, ne? Auf jeden Fall geht es ihm jetzt wieder gut. Ja, wenn für den ersten Mal, dann können wir ihn ja mal ein bisschen befragen. Der LKW-Fahrer ist der Hauptverdächtige für die Kriminalbeamten. Er ist bereits aktenkundig, wegen sexueller Belästigung. Bevor ihn die Ermittler mit ihrem Wissen konfrontieren, legt der junge Mann ein Geständnis ab. Also ganz ehrlich, ich muss euch da was erzählen. Ich bin halt kein Epileptiker. Machen Sie das öfter, dass Sie das irgendwie als Vorwand nehmen? Nein, das ist. Ich bin kein Krimineller, nur das ist mir jetzt irgendwie so eingefallen, damit ich irgendwie aus dieser Zwickmühle herauskomme. Aus welcher Zwickmühle? Ein Unfall kann jedem passieren. Ja, ich hatte halt ein bisschen Angst gehabt und dann wurde ich direkt befragt von 0 auf 100. Ja, befragt wurden Sie ja mal später erst, ne? Nachdem Sie die Anhaltekontrollen nicht beachtet haben, oder? Ja, das war mir alles ein bisschen zu viel und dann... Ja, mir ist das auch gerade ein bisschen zu viel, dann, ne? Warum spielen Sie die Geschichte vor? Dann habe ich das als einzige Ausweg gesehen. Sie fahren fast einen Kollegen um und beschweren sich dann tatsächlich, dass Sie befragt werden. Wissen Sie was, hier kommen richtig Kosten auf Sie zu, ne? Ja, und nehmen wir schon Kosten aus. Okay, Frau Unger ist jetzt auch da aus dem Krankenhaus. Ja. Wie gesagt, schauen Sie mal in unser Büro. Ich habe mit der Geschichte ein anderes Büro am besten rein. Die Polizisten glauben dem Verdächtigen nicht. Sie wollen nun durch die Befragung der Geschädigten Anhaltspunkte auf den Täter ermitteln. Die junge Frau hat nur leichte Blessuren davongetragen und ist vernehmungsfähig. Sie sind die Frau Unger? Mein Name ist Greitner. Hallo, mein Name ist Steffens, auch von der Kripo hier in Duisburg. Frau Unger hat auch ein Bild von der Schwester mitgebracht.
Das ist Ihre Schwester. Ja, ich war noch kurz zu Hause und dachte, damit ich das hier alles ein bisschen, damit das alles ein bisschen schneller geht, bringe ich mal ein Bild mit. Das war eine gute Idee. Haben Sie sich denn wieder ein bisschen gefangen, sag ich mal? Ist ja keine alltägliche Situation, so einen Kofferraum dann auch wieder zu finden, ne? Ja, also gefangen schon, aber ich mache mir halt total die Gedanken und bin halt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich irgendwas vielleicht übersehen habe oder ob mir irgendeine Person irgendwie nicht aufgefallen ist oder im Unterbewusstsein, aber mir fällt nichts ein. Können Sie uns zum Hergang noch mal so ein bisschen was erklären? Ja, also wie die Auseinandersetzung, was Sie so als letztes überhaupt hatten. Soll ich das vorne vielleicht mal direkt in eine Fahndung geben? Gerade was eine Personenfahndung angeht, gibt es den Grundsatz bei der Polizei und nicht nur dort, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich kann mir noch so eine große Mühe geben, eine Person detailliert zu beschreiben. Wenn ich ein Bild habe, habe ich es genau so, wie es auch ist. Sie haben eine Person gesehen? Ja, ich habe eine Person gesehen. Also ich konnte mich kurz umdrehen, der Mann war auf jeden Fall maskiert. Ich würde ihn auf jeden Fall 1,80. Wie groß sind Sie ohne Schuhe? Ich bin 1,74. Okay, dann kann man das ja ganz gut einschätzen. Ne? Sie wohnen hier in Duisburg? Ja, an der Langen Straße. Lange Straße. Ich habe das nicht mitbekommen, deswegen die Frage. Wohnen Sie schon lange hier in Duisburg? Sind Sie hier zugezogen? Wir wohnen jetzt ein Jahr, also an der Langen Straße. Wir haben vorher in der Beckstraße gewohnt, aber es ist auch in Duisburg. Alles in Duisburg, also okay. Wir sind nur von Straße zu Straße weitergezogen. Von Eltern quasi raus. Lange Straße. Ja. Ist drum. Die Polizei wird jetzt erstmal alles tun. Ist noch mal irgendwas gestohlen worden von Ihnen oder Ihrer Schwester? Ja, meine Tasche. Also mein Portemonnaie, mein Schlüssel ist komplett weg. Schlüssel ist weg? Ja, ich muss auch gleich noch mal kurz nach Hause, weil wo ich das Bild von ihr geholt habe, habe ich meinem Vermieter natürlich davon erzählt und er hat gesagt, aus Sicherheitsgründen werden wir natürlich die Schlösser austauschen. Ja, das ist von eine gute Idee. Wenn ich dann zu Hause bin, dass dann... Wer sagt das? Der Vermieter? Ja, genau. Ja, ein Sachverhalt und eine Zeugenvernehmung insofern auch, ist keine statische Geschichte. Wie in anderer Kommissionsarbeit auch, kann ein Sachverhalt eine ganz andere Wendung auch nehmen. Insofern werden wir jede Information auch verwerten, einbinden in unsere Vernehmungstaktiken und sehen, wo der Hase hinläuft. Egon, gibt es denn einmal für 1522? Kollege Volkes, die 1532 hat die Adresse vom Herrn Fiedler angefahren. Weder Herr Fiedler noch sonstige Personen sind in der Örtlichkeit zu finden. Die haben durch alle Fenster geguckt, auch die Nachbarn gefragt. Da ist auch wohl keiner zur Zeit. In der Einfahrt ein PKW, Hamburger Kennzeichen. Alter ist ein Herr Bronk, Roger oder Roger. Das ist ein Zuhälter aus Hamburg, den haben wir nicht nur einmal hinholt. Der hat Menschenhandel, Prostitution, Drogenhandel, Betrug, Diebstahl, also eigentlich alle verbarben. Diese Person ist ebenfalls nicht am Fahrzeug anzutreffen. Das ist für euch zur Info. Die Kollegen von der 1531 bleiben jetzt zunächst vor Ort. Verstanden. Hältst du es nicht auch für ratsam? Da steht ein Auto, Zuhälter aus Hamburg, Menschenhandel, Prostitution, etc., etc. Die ganz große Nummer. Mhm. Die kann er aufmachen, für ob das Mädchen da drin ist? Ja, eine im Kofferraum hatten wir schon. Müssen wir auf jeden Fall hinfahren. Weil auszuschließen ist ja nicht. Ja, aber die sind ja schon vor Ort. Dann können die ihn eigentlich mal aufmachen lassen. Die Kiste aufmachen. Ja. Alles dreht sich um Hamburg. Alles dreht sich um Hamburg. Die Frau Unger, die muss jetzt wegen dem Vermieter ihre Schlösser austauschen. Genau. Alles klar. Danke. Sobald Sie irgendwas von Ihrer Schwester hören, ne? Ein Anruf, sonst was, eine SMS, eine Nachricht, sagen Sie uns unverzüglich bitte Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Und Sie sagen mir bitte auch Bescheid. Ja, natürlich. Vielen Dank. Die machen das Auto jetzt auf und Sie wollen auch ins Haus kommen wegen Gefahrenverzug. Ja, die versuchen jetzt reinzukommen. Die Kommissare haben den grausamen Verdacht, dass beide Schwestern nach Hamburg entführt und zur Prostitution gezwungen werden sollten. Sie konfrontieren den LKW-Fahrer mit ihrer Vermutung. Der macht daraufhin eine Aussage. Ich kann nicht mehr lügen. Ich muss euch da mal was gestehen. Mein Chef hat mir da so einen Deal angeboten. Es war eigentlich eine Fahrt wie immer gewesen, von A nach B. Und da war auf einmal die Person im Wagen und ich wollte es eigentlich nicht machen. Sie haben es aber gesehen oder gewusst? Ja, ich hab gewusst, dass sie halt drin ist. Mhm. Haben durch die Geräusche. Und dann hat mein Chef mir halt mehr Geld angeboten als sonst und ich konnte nicht widerstehen. Oh, mal ganz unter uns. Sie sind doch auch nicht aus einer anderen Welt. Sie können sich auch vorstellen, wenn da einer im Kofferraum liegt, dass der da nicht wirklich freiwillig drin liegt, oder? Ja. Ja, ich habe gedacht, das wäre eine einmalige Sache und da war so viel Geld. Und dann wie viel Geld war es, was er angeboten hat? 1500 Euro, das verdiene ich in einem Monat. Und da macht man sich keine Gedanken drin. Ja, wenn man einen Mensch irgendwo verfrachtet, hin im Kofferraum, hat er gesagt, wie der Zustand war, vielleicht sogar gefesselt, geklebelt, keine Ahnung. Normalerweise mache ich das ja nicht. Wie gesagt, ich habe mit sowas nichts am Hut. Aber Geld lockt, ja. Da gibt es ja noch eine zweite, die Schwester.
Die ist auch verschwunden. Ja. Was wissen Sie darüber? Ich, wie gesagt, darüber weiß ich gar nichts. Was ich vermute, ist, dass sie eventuell in der Werkstatt ist. Vermuten Sie das oder wissen Sie das? Das ist für uns jetzt ein wichtiger Faktor. Also ich weiß es echt nicht. Ich vermute, dass die Schwester beim Roger sein könnte. Roger ist der... Mit denen ist nicht zu spaßen, Leute. Das ist... Der ist der Zuhälter... Der war früher Zuhälter in Hamburg und der hat es richtig drauf. Also er ist schon breit gebaut. Werkstatt heißt die, wo, ja, der, Abschleppwagen, wo der Wagen auch aufgeladen wurde. Das ist ja da naheliegend. Ne? Das ist auf der Krefelder Straße. Also folgendermaßen, Sie sind vorläufig festgenommen, Sie bleiben bei uns in der Nähe und wir werden jetzt da zur Krefelder Straße dann fahren und Sie werden mit uns fahren. Die Kriminalisten setzen den Fahrer als Lockvogel ein. Er soll seinen Chef und den Zuhälter vor die Werkstatt führen. Mit dieser Strategie wollen die Ermittler die zwei Verdächtigen überführen. Der Einsatzort ist nur wenige Meter von der Wohnung der Schwestern entfernt. Über Funk erhalten die Kripo-Beamten plötzlich die Meldung, dass die geschädigte junge Frau in ihrer Wohnung überwältigt wurde. Wir gucken mal, was da los ist. Ja? Auf dem Weg hierhin hat sich für uns ausgelöst durch einen Funkspruch der Einsatzleitstelle noch eine völlig neue Situation ergeben. Es war also so, dass unsere zuvor entführte und von uns dann wieder nach Hause geschickte junge Dame, die Frau Unger, ja nach Hause wollte, in die Wohnung von ihr und ihrer Schwester, um dort die Schlösser auszutauschen. Und unweit davon, an der Privatadresse des Herrn Fiedler, standen ja Kollegen und haben verdeckt auf ihn gewartet. Es hat sich dann ergeben, dass sie Schreie gehört haben. Die sind sofort rübergerannt in die Richtung, aus der die Schreie kamen. Es stellte sich heraus, es war die Wohnung der Schwestern Unger. Und in der Wohnung waren tatsächlich der Vermieter und der Herr vom Schlüsseldienst bewusstlos, gefesselt, aufgefunden. Ja, und Frau Unger war weg. Und das war für uns natürlich absolute Alarmsituation. Hältst du die linke Seite so ein bisschen offen? Wir bleiben mal hier rechts. Denk mal, das ist ja total verwustet und verwinkelt. Pass auf, da hinten. Du guckst rechts, ich gucke. Ja, ist nichts, ja, hab ich schon. Ja, ich hatte die Idee, den jungen Mann mitzunehmen, eigentlich vorzulassen, sozusagen als Lockvogel für uns zu arbeiten. Wir hatten ja schon eine Person da gesehen und wir wissen nicht, wie viele da noch sind. Und er kennt das Gelände am besten. Guck, da ist der Runde. Ja, gleich, ich bin mit der Ruhe. Was hast du eigentlich für Scheiß angestellt? Komm mal her. Irgendwann redet er da. Ja, ich bin da, komm mal rein. Jetzt hör doch mal. Polizei, keine Bewegung! Polizei, keine Bewegung! Ja, und ab, komm hin! Lasse, Lasse! Auf den Boden! Auf den Boden, runter! Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Nein, werden wir gleich mal klären, ja? Ist doch gar nichts passiert. Ich will die Waffe weg. Nichts passiert? Was sind denn da? Zwei gefesselte Frauen, ja? Gerade losmachen. Ja, ist klar, sie wollten die retten, ne? Die Kommissare vergewissern sich, dass beide Frauen unversehrt sind. Erst danach stellen sie den Zuhälter zur Rede und ermitteln sein grausames Motiv. Herr Bronk, was liegt denn überhaupt an? Was haben Sie überhaupt gemacht? Was war das jetzt? Ja, mein Kollege hatte Schulden bei mir und sollte mir zwei Weiber besorgen, damit ich Kohle wieder kriege. Dann hat er mir das Frettchen versucht zu versprechen. Der Vollpfosten hat dann versucht, sich zu bemühen, mir die Rinnen zu bringen und nicht geschafft. Ja, und dann? Das Volllied ist ja, jetzt sitze ich hier, ja, aber wegen diesen Idioten. Wie ist das gelaufen mit der Entführung? In den Kofferraum packen? In den Details weiß ich nicht mehr. Ich habe die einfach mitgenommen. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Kumpel erzählt gleich mal so eine Geschichte, wie sie aus einer Sicht war. Aufgeschissen. Ja, sie haben die Möglichkeit, das klarzustellen. Ihr wisst jetzt genug. Wen haben Sie beauftragt, die zweite Schwester, die wir schon einmal hatten, wieder entführen zu können? Wen haben Sie beauftragt? Ich habe genug gesagt, ich sage jetzt nichts mehr. Ja, brauchen Sie ja nicht mehr. Aufgeschissen jetzt.
feststeht, die wollten die also auf den Strich schicken, möglicherweise ins Ausland. Er sagt jetzt Hamburg, wo die Reise hingeht, wissen wir letzten Endes nicht. Das kann auch gelogen sein. Aber feststeht, sie sollten zur Prostitution gezwungen werden. Sie wussten davon nicht. Ja, und ich denke mal, Tendenz ist, dass der Fiedler da aus dem Nahbereich die ganze Sache schon ausspioniert, ausbaldowert hat. Und der eine sagt ja auch, er schuldet mir noch zwei Frauen. Also die sind da alle beteiligt. Brauchen Sie einen Arzt oder was? Auch wie die Mädels leisten. Sie kriegen noch eine Vorladung und dann... Ja. Ja? Ja. Und jetzt können Sie erstmal gehen. Wir haben ja alles. Wir wollen nur noch nach Hause. Und ihr beiden? Irgendwas erzählt, wo Sie hin sollten oder was? Hat er irgendwas erzählt, der Typ mit der Glatze? Ich weiß von nichts. Ich war einfach nur die ganze Nacht angerufen, gefesselt. Es war total kalt. Ich habe so eine Angst gehabt. Ja, er wollte Sie auch im Strich schicken. Ist er Sie angegangen irgendwie? Hat er Sie angepackt? Hat er Sie sexuell irgendwie zu irgendwas... Hat er dich angefasst oder so? Also das scheidet aus. Ja, wie der Kollege schon sagte, die hatten mit Ihnen absolut Übelstes vor. Ja. Wir gehen jetzt mal einfach zum Wagen. Wir gehen jetzt erstmal zum Krankenwagen, da werden Sie kurz untersucht und eventuell kommen Sie noch ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Die jungen Frauen wohnen nur wenige Meter von dem Betrieb entfernt. Der Werkstattinhaber ist dadurch auf sie aufmerksam geworden und hat sie gemeinsam mit dem Zuhälter überfallen. Die Männer erwartet wegen Menschenhandels, Körperverletzung und Entführung eine hohe Haftstrafe. Auch der Lkw-Fahrer wird wegen Entführung einer Schwester belangt.